Die Augen sind der Spiegel der Seele. Ja, und man sagt auch, Schönheit kommt immer von innen. Ja? So wie bei Jessica zum Beispiel. Sie wissen ja, ein bisschen einschmeicheln am Anfang muss man doch tun. Ja, aber wir sollten künftig den Leuten nicht mehr in die Augen gucken, um zu wissen, wie es ihnen geht, sondern auf die Haare. Ja. Das sagt zumindest Friseurmeister Reinhold Kopp aus München. Ja. Helga, dann komm mal her und zeig mal deine Haare. Ach, dieses Schwimmwischen kann ich mir zu sehen. Achso, das da draußen ist der Friseurmeister. Der Richtig. Hat auch Haare. Nicht so viele eigentlich. Nee, werden wir gleich mal nachfragen. Gleich ist er bei uns im Studio. Also Helga, pass auf deine Haare auf, die werden jetzt länger.